Hallo und herzlich willkommen zu unseren Simba-Einführungsvideos. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Simulationsergebnisse exportieren können. Sie sehen hier ein Zeitreihendiagramm eines Kläranlagenablaufs. Wenn Sie wissen möchten, wie dieses Modell aufgebaut und Diagramme erstellt werden, schauen Sie sich dazu unsere Einführungsvideos an. Unter File oder Daten rechts neben dem Diagramm finden Sie verschiedene Möglichkeiten, die im Diagramm dargestellten Ergebnisse zu exportieren. Speichern Sie zum Beispiel die Datenreihen im Excel- oder Textformat, um sie in einem anderen Programm weiter bearbeiten zu können. Speichern Sie das Diagramm selbst als PNG-Bilddatei oder kopieren Sie es in die Zwischenablage, zum Beispiel um es direkt in ein Word-Dokument einfügen zu können. Wenn Sie auf eine Linie klicken, werden die Simulationsergebnisse auch im Reiter Ergebnisse angezeigt. Sie können diese Ergebnisse direkt markieren und über Rechtsklick in die Zwischenablage kopieren. Wenn Sie anstelle einzelner ausgewählter Ergebnisse den gesamten Simulationslauf dokumentieren möchten, erstellen Sie eine Ergebnisdatei. Wählen Sie dafür im Menü unter Simulation Erzeuge Ergebnisdatei. Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie einen Dateinamen mit der Extension .des sowie eine Beschreibung des Simulationslaufs angeben können. Darüber hinaus können Sie angeben, wie detailliert Sie die Ergebnisse später wieder abrufen möchten. Die Dateien können je nach Simulationseinstellung sehr groß werden. Wählen Sie daher ein Zeitintervall, das alle relevanten zeitlichen Veränderungen im Modell erfasst und gleichzeitig unnötige Datenlast vermeidet. Sie können später diese gespeicherten Ergebnisse wieder in ein Simba-Diagramm einlesen, zum Beispiel um die Ergebnisse verschiedener Simulationsläufe einander gegenüberzustellen. Vielen Dank, dass Sie sich unser Video angesehen haben und weiterhin viel Spaß mit Simba!